Okay, gut. Hey. Ich habe alles, was ich brauche. Perfekt. Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Ach du heilige Makrele. Heilige. Wow. Sprechen wir ihn denn überhaupt? Weiter so. Ewig hält er das nicht aus. Findung. Super. Die Sendung. Boah, ey. Ey. Confringo. Boah, irgendwie. Confringo. Hilfe. Levioso. Ey. Also, ich bin gerade echt verwirrt. Warum klappt denn? Confringo. Hilfe. Levioso. Ich häng fest. Leute, ich bin verwirrt. Das war ja beeindruckend. Wow. Oh nein, noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zur Aurorin, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Hallo, haben Sie kurz Zeit? Ich schaue mal, was er will. Reparo. So gut wie neu. Thank you.
Wow. Repar. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Sprich mit dem Ladeninhaber. Mr. Hill spricht in höchsten Tönen von dir. Hallo. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Danke, Sir. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Traditioneller Schulumhang. Okay. Deine aktuelle Verteidigung und Offensive werden rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt. Ja. Das war nicht der, den ich gekauft habe, aber auch egal. Okay, ich glaube die Kaffee später, aber... Ich finde, wir haben uns ein Butterbier verdient. Meinst du nicht? Dann vergesse ich vielleicht, dass ich fast zu Trollfutter wurde. Da bin ich ganz deiner Meinung. Perfekt. Die drei Besen sind gleich hier lang. Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Ja, danke schön. Also ich habe hier Ausrüstung. Gegner. Gepanzerter Troll. Die Vorhand, Rückhand, Keulenschwünge des Trolls durchbrechen gewöhnliche Schildzauber. Ausweichen ist hier die sicherste Verteidigung. Abstand ist kein sicherer Schutz gegen wütende Trolle, denn sie reißen Erdbrocken aus dem Boden und werfen sie auf ihre Ziele. Wenn der Troll seine Keule mit beiden Händen auf den Boden steckt, hat das Hochschellen der Keule mit Flippendo größerer Einfluss als gewöhnlich und schleudert die Keule kraftvoll direkt in das Gesicht des Trolls. Triff einen Troll mit seinem eigenen Felsbrocken, damit er anfälliger für Folgeangriffe ist. Heilige, ja, irgendwie war das voll schwierig. Ach, so weicht man aus, okay. Wenn da drin nicht das totale Chaos herrscht, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Es ist gut, sie zu kennen. Weißt du, ich war eigentlich schon überall drin. Ui. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Oh oh. Weg hier.
Da schweben Bücher. Wurden Seiten. Wir entdeckt? Ich glaube nicht. Was hat der Kobold mit Victor Rookwood zu schaffen? Renrock arbeitet mit Rookwood? Der Kobold vom Tagespropheten? Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, los, gehen wir in die drei Besen rein. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Warum schaut er so? Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ich bin das erste Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein einen Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Vielen Dank. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Doch, bestimmt. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Sehr Troll. Schön. Renrock und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. In diesem Sinne, ich denke, wir sollten zum Schloss zurückkehren. Sicher, dass wir rausgehen sollten? I don't know. Kann ich? Denn hier. Das lässt mich hier sonst nicht in Ruhe. So. Zonkos Scherzartikelladen. Zonkos Laden in Hogsmeade wird regelmäßig von Hogwarts-Schülern und Dorfbewohnern gleichermaßen besucht, da hier verschiedene Scherzartikel verkauft werden. Woo! Ich bin froh, dass Sirona da war. Ich sagte doch, sie ist eine von den Guten. Ja, das sehe ich. Sie schien gar nicht eingeschüchtert von Rookwood und Harlow. Du musst mir aber erklären, warum Victor Rookwood es auf dich abgesehen hat. Vielleicht später. Erstmal sollten wir zurück ins Schloss. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß.
Ich riskiere lieber keine Strafarbeit, weil wir zu spät zurückkehren. Du riskierst es nicht? Du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutz die Karte. Wähle die Taste für die Karte von Hogwarts aus, um sie anzuzeigen. Gemeinschaftsraum. Du hast Eulenpost erhalten. Eulenpost? Kommen Sie zu mir, ich habe etwas in dem Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Okay. So. Ja. Oh, hey. Da ist da meine Eule. Hallöchen. Süß. Okay, wir müssen mit Professor Fig reden. Das wusste ich gar nicht, dass wir da einfach unter Wasser sind. Voll cool. Okay. Wow, ab geht die Post, ey. Wow, yeah. Haustruhe platzieren. Was ist das denn? Oh. Hm. Was auch immer. Boah, ey, ich komm nicht klar, ey. Wie cool das ist, ey. Irgendwas vibriert hier immer. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie cool das eigentlich alles ist. Der Drache da. Und der da. Crush. Wait, what? War er da? Bin ich blöd? Ui, wo bin ich denn hier gelandet? Sieht mir aus, wie das hier dann der Unterricht ist für Zaubertränke. Mischen. Rebellion. Professor Sharps Aurorenabzeichen. Die Auroren bilden die magische Strafverfolgungsbehörde des Ministeriums und schützen die Welt der Zauberei vor allen möglichen Bedrohungen, insbesondere vor denen, die von der schwarzen Magie ausgehen. Dieser Aurorenabzeichen gehört Professor Sharp. Ah, ja. Da ist noch eine Tür. In sein Büro. Memorandum, Datum. Auror Büro. Betreff Borgin und Burgs. Nein, warum ist es hier am Randalieren? Ich hasse diese Kamera, Leute, ich sag euch. Bei Borgin Burgs kommt es vermehrt zu Aktivitäten außerhalb des normalen Geschäftszeiten, insbesondere in den frühen Nachtstunden, bei denen verdächtigte Lieferungen zum Hintereingang des Ladens gebracht werden. In Anbetracht dessen, was wir über den Ruf des Ladens wissen, setzen wir weitere Auroren ein. Autoren, ja. Zusätzlich zu denen, die den Laden bereits beobachten. Sie gehören zu den Neuzugängen. Weitere Anweisungen folgen. Rebellion.
Hier ist nix. Okay. Meine Mutter hat in ihrer Schulzeit Verwandlung geliebt. Sie ist sicher enttäuscht, dass ich darin so mies bin. Wait, man kann hier runter. Hallo. Ich schaue mich mal so ein bisschen um. Schloss auf Stufe 1. Hey, du da. Die Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Ist alles in Ordnung? Ja, tut mir leid. Es ist nur... Ich bin übrigens Nelly. Ich freue mich nur so, dass die daedalischen Schlüssel zurück sind. Was für Schlüssel? Die daedalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Maul, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern, und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Warum folgst du nicht den Schlüsseln? Du willst die Herausforderung doch sicher selber abschließen. Oh, ich habe es versucht, aber ich komme nicht mal an die ersten Schränke. Vielleicht hast du mehr Glück. Ich will nur wissen, was in den Schränken ist. Warum sollte eine Schulleiterin so etwas tun? Warum beschwor Professor Maul fliegende Schlüssel? Ich habe gehört, dass sie damit Peeves von Wertgegenständen fernhalten wollte. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Er ist ein Poltergeist. Die kommen doch fast überall hin. Ich werde es mir ansehen. Vielleicht werde ich das mal probieren. Das solltest du. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Ich hoffe, du folgst wenigstens ein paar Schlüsseln. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Finde den daedalischen Schlüssel im Astronomieturm. Ja, dann machen wir das doch. Auch mal ein paar Nebenquests. Ich weiß nie, was ich nachher... Bisschen durchs Schloss laufen und Sachen finden. Ist doch auch nicht schlecht. Eigentlich müsste das ja in der Nähe sein, ne? Lumos. Was ist hier? Nee, ich denke nicht, dass es da drüben ist. Müsste eigentlich irgendwo... I love it. Hi, Katze. Wait, das sieht doch hier... ziemlich danach aus. Irgendwo hier müsste es sein. Lumos. Hier. Du da, komm her. So, wir sind ja eins weiter hochgegangen. Dadurch. Da. Yay! Oh. So, weiter geht's. Toilette. Oh! Ew! Hallo! Vielleicht kannst du mir helfen. Was willst du denn? Hallo! Hast du mich gerufen? Genau, ja! Ich dachte, du hast Interesse, mit mir ein kleines Abenteuer zu erleben. Genauer gesagt folgen wir einer Schatzkarte.
Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Ich habe zwei Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Klingt faszinierend. Eine Hogwarts-Schatzkarte folgen? Ich bin dabei. Wunderbar. Hogwarts fasziniert mich. Du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Eine Ahnung, wo ich anfangen soll? Wo sollte ich zuerst suchen? Nach einem flüchtigen Blick auf deine Karte würde ich vorschlagen, irgendwo bei Hackets Klassenzimmer anzufangen. Vielleicht schaue ich es mir an. Na gut, ich sehe es mir mal an, wenn ich Zeit habe. Na gut, wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. Ah ja. Ich würde aber zuerst das mit den Schlüsseln machen. Lumos. Ach, okay. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Wow, was ist das denn? Oh, hi. Habe ich da gerade was gesehen? Nö, ich habe Halluzinationen. Nein! Revelio. Wandteppich von Barnabas, der Bekloppte. Dieser Wandteppich stellt den törichten Versuch des Zauberers Barnabas, des Bekloppten, dar, Trolle für das Ballett auszubilden. Man stelle sich nur die Auswirkungen auf die Kunst vor, wenn er Erfolg gehabt hätte. Oh nein! Und noch weiter hoch? Boah, das Schloss ist so groß einfach. Wow. Astronomieturm. Meine liebe Satyavati, du wirst dich freuen zu hören, dass ich von meinen Kontakten in Cambridge erfahren habe, dass sie sich in ihrem Verständnis der Meteorschauer geirrt haben. Es scheint, dass ein irischer und ein britischer Astronom beide auf der Arbeit eines italienischen Astronomen aufgebaut haben. Alles Muggel, wohlgemerkt, soweit ich weiß, und vorgeschlagen, die Position des Staubs auf der Erdumlaufbahn zu berechnen, um eine Verbindung zwischen Meteoriten und Kometen herzustellen. Genial, wirklich. Man kann sich kaum vorstellen, was sie mit einem verzauberten Teleskop anstellen könnten. Frustrierenderweise hatte ich in meiner Korrespondenz das Gefühl, dass ich weiterhin das Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter verwenden musste. Auch wenn ich es immer noch spannend finde, eine geheime Identität zu haben, ärgert mich der Grund dafür. Ich freue mich so sehr auf unsere Reise nach Yantarmantar später in diesem Jahr. Das wird ein echtes Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Schwester, und hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Suchrita. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin zu kommen. So, dann gehen wir weiter hoch. Na hallo? Hier. Ein daedalischer Schlüssel. Wohin der wohl führt? Hey, warte! Der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Schlagen?
Ich muss wahrscheinlich im richtigen Moment zuschlagen, oder? Klasse. Ha! Made it. Eine alte Münze? Vielleicht weiß Nelly mehr. Ich möchte gar nicht reisen. Ich möchte durch das Schloss schlendern und Dinge entdecken und sehen. Und ich will gar nicht reisen. Das macht mir alleine einfach schon durch das Schloss laufen. Reicht mir. Ich bin ziemlich einfach zufriedenzustellen hier. Du gehörst mir. Gut. Weiter geht's. Die Treppe runter. Na, 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 na. Ah, ein Nashornskelett. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Hi. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Tut mir leid, das zu hören. Tut mir leid, dass die anderen nicht netter waren. Das ist nett. Es gibt hier wohl doch ein paar freundliche Menschen. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Koboldsteine, interessant. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Die haben wohl überreagiert. Da haben sie aber ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Weißt du, wie man sie bekommen kann? Hast du eine Idee, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Hast du keine Freunde? Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Ich kann nichts versprechen. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Schau mal, ich werde hier mit Aufgaben bombardiert, das gefällt mir doch, aber wir machen immer noch das mit dem Schlüssel. Konntest du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Konnte ich. Hallo Nelly, ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig, was hast du im Schrank gefunden? Eine Art merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet Haustruhen. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja atemberaubend sein. Ich sollte das erledigen und die Slytherin-Haustruhe finden. Na dann tue ich das doch mal. Hoppla. Ich würde mich hier nie zurechtfinden einfach. Das ist meine Haustruhe. Ich muss nur die Marke einsetzen. Hier. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um die zu öffnen. Viel mehr, wie es aussieht. Wow! Oha! Finde die restlichen Hausmarken, die sich in Hogwarts befinden. Ich hatte Angst, dass Verwandlung zu schwierig ist. Ich habe wohl ein Händchen dafür. Mutter sagt, das liegt an meiner Crazy.